nicht schon wieder diese Kamera. Gerard hat übrigens das neue iPhone 15. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ich habe es mir auch geholt, also meins ist noch nicht da. Aber halt bei mir, weil ich halt damit beruflich filme. Du spielst Poker damit. Poker, ja. Vor 2-3 Vlogs habe ich gesagt, dass ich mich auf den Herbst freue. Ich nehme es zurück. Ich habe total vergessen, dass ja auch dieses pissige Nieselwetter mit dazu kommt. Ich habe noch niemanden gefunden, der schneller Fahrrad fährt als ich in der Innenstadt. Digga, wir fahren beide locker 40 Grad. Das ist sehr gut. Der hat auch unser Hotel. Ah, du Gottloser! Nach meinem morgendlichen Rudern mit Firat und dem darauf folgenden Krafttraining mit Mo habe ich mich dann dazu entschlossen, noch eine kleine Runde joggen zu gehen. Und dafür, natürlich nur für euch, auch extra cool hier mein Handy hingestellt, um mich dabei so episch wie möglich zu filmen. Wow! Ich habe extra versucht, cool zu gucken beim Joggen. Ich hab schon fast 20 Kilometer hinter mir, ich bin so tot. Das ist übrigens der Dümpel von Köln-Aachener Weiher. Das ist unser einziger See. 20 Zentimeter tief, voll mit Scheiße. Gefühlt seitdem ich in Köln wohne, und das sind mittlerweile knapp 9 Jahre, ist da eine Baustelle. Als wenn die mal wieder was bauen, dann abreißen, dann wieder neu bauen, dann wieder abreißen. Ich weiß nicht, was die da machen. Wenn ich joggen gehe, laufe ich auch immer durch die Innenstadt. Ich find's total affig, wenn man sagt, man läuft durch den Wald. Das ist total langweilig. Sieht's nur Blätter. Und wenn man durch die Innenstadt läuft, hat man immer Leute um einen rum, die man irgendwie beeindrucken will, damit man dann irgendwie einen Ticken schneller läuft. Ist zwar ein bisschen peinlich, aber naja. Ich bin übrigens, glaube ich, echt der einzige Mensch, der seine Einkaufsliste nicht sortiert, von wegen ja erst die Tiefkühlprodukte, dann dies, dann das, sondern immer einfach alles aufschreiben. Resultiert dann darin, dass ich meistens zickzack durch den ganzen Laden laufe und alle denken, ich bin der letzte Idiot, hab mein Leben nicht im Griff. Aber es wird gesund gekocht. Haferflocken und Bananen, ich kann kotzen. Bah. Alter! Ey! Digga! Oh. Ich hasse dieses Ding. Ich fahre jetzt tatsächlich wieder zu Francesco. Ich sehe schon wieder alle Kommentare kommen. Oh, Luca, in diesem Vlog ist es gesagt. Ich bin der Ansicht, dass rote Ampeln eine Option sein sollten. Ich finde, es sollte generell so ein paar neue Regeln geben, was das Ampelgame angeht in Deutschland. Man bräuchte diese Zahlen, wie im Ausland, dass die so runterzählen, damit ich weiß, wenn die Ampel grün ist auf Entfernung, wie schnell muss ich fahren? Dann steht da irgendwie, ja, die ist noch 17 Sekunden grün. Wo? Leise. Das sollte es geben. Dann sollte es auch noch die Möglichkeit geben, dass man immer über Rot gehen darf, wenn halt keine Autos in der Nähe sind, so wie so ein Zebrastreifen. Und das Ganze aber nicht gilt, wenn Kinder in der Nähe sind. Weil wenn Kinder da irgendwie stehen, darf man nicht über Rot gehen. Ja, vielleicht würde ich es auch nur deutlich komplizierter machen, wenn ich Kanzler wäre. Aber wäre schon shit, ich Kanzler Luca. Kanzler Laser. Sache, die ich in Köln nie verstehen werde, sind diese Doppeldeckerbusse. Warum macht man das? Bro, ihr seid in Köln, nicht in London oder Tokio, Alter. Was gibt's hier zu sehen außer den Dom? Und mich. Willst du dein Instagram pushen? Ja, okay. Also ich sag das eigentlich ungern, aber ich heiße da Laser Luca. Okay, das ist alle folgen. Francesco hat so viel abgeschnitten, ich wollte das aber auch. Einfach mal so ein bisschen cleaneren Look. Ah, ich weiß nicht. Ich fahre mich gerade freihändig. Das ist extrem schwierig bei so Rennrädern. Alle unter euch, die Rennradfahrer sind, wissen das. Also wahrscheinlich niemand. In einem meiner letzten Vlogs habe ich gesagt, dass ich früher da oben gewohnt habe. Da oben habe ich früher gewohnt. Und unter dem Vlog haben mich extrem viele Leute gefragt, ob ich noch Fotos aus dieser Wohnung habe, weil das halt eine Einzimmerwohnung war, 22 Quadratmeter. Direkt am Zülpicher Platz, also ein ziemliches Sauviertel hier in Köln, so studentenmäßig. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe dieses Foto gefunden. Da sitze ich gerade quasi in meinem Wohnzimmer, also ich hatte halt nur ein Zimmer. Und das hier ist so ein Panoramabild, da hat man quasi die ganze Wohnung gesehen. Da sieht es ein bisschen größer aus als 22 Quadratmeter, aber es war wirklich sehr, sehr klein.
Also bitte an alle, die gefragt haben. Wenn du könntest, in welches Zeitalter würdest du reisen? Zurück oder nach ganz vorne? Das sind die wichtigen Themen. Für die Umwelt. So, CO2-freundlich. Ach, Freunde. Oh. Nice. Ja, alle unter euch, die heute schon auf TikTok unterwegs waren, wissen, denke ich, worum es geht. Denn dort ging heute dieses Video viral. Julienko schießt gegen Laser-Luca. Das bin ich. Wir schauen uns den Braten mal an. Meinung zu Laser-Luca. Er hat früher sehr viele Videos gedreht, wo er auch sehr kritisch und blöd gesprochen hat, sag ich mal. Und auch einfach so unberechtigte Kritik, sag ich mal. Unberechtigte Kritik. Wap-Bap ist das deutsche YouTube-Video, was innerhalb der ersten 24 Stunden nach Upload die meisten Dislikes aller Zeiten gesammelt hat. Keine einzige Kritik zu diesem Song ist unberechtigt. Und noch so ganz viel Klicks auf den Nacken gesetzt. Wisst ihr, so, als es damals mit dem Song war und sowas. So 20 Videos hintereinander, so und so ein, auch solange es noch Klicks gibt, mach ich weiter. Das waren tatsächlich keine 20 Videos, sondern zwei. Mag ich nicht sowas? Warum kommst du denn jetzt nach 6 Jahren damit an? Morgen mache ich ein Video gegen Simon Unge, weil er vor 8 Jahren beim Megaprojekt TNT gezündet hat. Im Kino getroffen oder so. Wir haben uns nie im Kino getroffen. Bro, ich weiß nicht, was in deiner Haferflocken-Müsli-Kackschale da drin ist, die dich auch die ganze Zeit irgendwie so zum Wackeln bringt, aber ich würde davon vielleicht ein bisschen weniger essen. So einer Party habe ich ihn auch mal getroffen. Dachte so, komm, ich rede trotzdem mit dir. Aber, war dann irgendwie nicht viel Gespräch. Fand ich dann auch eher so ein bisschen feige, muss ich sagen. Oh, erstmal nochmal einen schönen Happen nehmen, ne? Die Party gab's im Gegensatz zur Kinosituation tatsächlich. Das war nämlich die Universal Party, die hat vor 6 Jahren im Rahmen der Videoday stattgefunden. Und ich war dort mit ein paar Freunden und unter anderem auch Lukas Rieger. Und wir sind dann vom Außenbereich in den Innenbereich gegangen, weil dort drinnen halt die Theke war und wir Getränke für unsere Freunde draußen holen wollten. Auf dem Weg nach drinnen haben wir dann Julienko und Bibi getroffen. Haben uns halt nur kurz unterhalten, war einmal kurz Smalltalk, vielleicht so 10, 20 Sekunden und dann sind wir halt weiter zur Bar gegangen. Ich weiß nicht, was daran feige sein sollte. Wir können das Ganze ja bei einem Boxkampf klären. Luca? Hm? Sag mal, wurdest du nicht vor 3 Wochen für einen Boxkampf angefragt? Ja, wurde ich. Gegen wen sollst du da denn kämpfen? Gegen Julienko. Und wurden dir dafür nicht sogar 250.000 Euro angeboten? Ja. Und hast du dem Ganzen zugestimmt? Ich hab's abgelehnt. Warum? Weil ich generell alle möglichen TV-Influencer, Livestream, riesigen Show-Events ablehne, weil ich das einfach irgendwie nicht mag. Aber sag mal, kann es dann nicht eventuell sein, dass Julienko denkt, du wärst dabei und er deswegen jetzt einen Fake-Beef im TikTok-Livestream anfängt, damit man den Fight richtig gut promoten kann? Spaß beiseite, Freunde. Ich möchte Julienko hier natürlich nicht irgendwas unterstellen. Ja, die Anfrage für den Boxkampf gegen ihn im Februar gab es tatsächlich. Die habe ich aber, wie bereits gesagt, direkt abgelehnt, weil ich bin einfach kein Fan von so riesigen Influencer-Livestream-Show-Events. Ich finde es immer so ein bisschen affig, ich würde mich dabei, glaube ich, einfach nicht wohlfühlen. Deswegen habe ich es halt direkt abgesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Julienko das jetzt nicht mitbekommen hat und dachte, er kämpft jetzt gegen mich im Februar und will jetzt ein Fake-Beef anfangen. So, ihr kennt meine Jokes, das war offensichtlich humorvoll gemeint. Vielleicht hat er einfach wirklich einen Livestream gemacht und dachte sich halt nur so, oh, da steht Laser-Luca, ich sag mal kurz meine Meinung. So oder so finde ich es dann aber auch völlig okay, dass ich dazu meine Meinung einfach auch kurz sage hier am Ende von einem Vlog. Ich möchte dazu jetzt auch nicht irgendwie so einen riesen TikTok-Beef anfangen oder so, um Gottes Willen, das ist nicht meine Welt. Aber ich finde, wenn da Halbwahrheiten irgendwie verbreitet werden, kann ich das auch ganz kurz klarstellen. Deswegen, Julienko, ich reichte meine Hand. Ist ein bisschen schwitzig. So oder so möchte ich trotzdem nochmal ganz kurz das sagen, was ich eigentlich in jeder Reaction auch dazu sage. Und zwar, dass keine Kommentare von mir in irgendeiner Weise böse gemeint sind oder sich gegen die Person hinter der gespielten Rolle oder dem Content richten.
Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch in den ganzen Domme-Reactions gesagt. Und beispielsweise ist das auch so bei Tanzverbot oder KuchenTV. Sind ja auch Personen, die mit ihrem Content oft anecken, wo ich auch nicht komplett konform mit dem gehe, was sie teilweise hochladen oder von sich geben. Mich aber mit beiden eigentlich in echt immer, als ich sie gesehen habe, sehr gut verstanden habe. Und ich finde, das ist auch einfach wichtig, dass man das einfach differenziert betrachtet und das Ganze voneinander trennt. Diese Aussage mit Klicks auf Nacken, das finde ich mal so ein bisschen schwierig, weil ich meine, ihr seid halt einfach damals die größten YouTuber in Deutschland gewesen und habt auch echt ein bisschen Scheiße gebaut in der einen oder anderen Situation. Natürlich macht man da Content zu, das habe aber auch nicht nur ich gemacht, sondern auch ganz viele andere. Und ich meine, Julian, du hast doch selber eine Videoidee von mir mal kopiert. Die Videoidee habe ich bei Luca entdeckt. Also nicht wundern, der hat das, glaube ich, gemacht, dass er Leute angerufen hat. Und damals war meine Reaktion darauf, einfach einen netten Kommentar unter euer Video zu schreiben und jetzt nicht irgendwie zu sagen, Klicks auf Nacken machen, mag ich nicht, bla bla. Das ist YouTube, Dicker. Im Endeffekt sind wir alle eine Familie. Jedoch würde ich an der Stelle den heutigen Vlog jetzt auch beenden. Ich sehe schon wieder die ganzen Kommentare von wegen, ey, ihr seid erwachsene Männer, ihr könnt das doch auch privat klären, ich weiß. Julienko, wenn du vor 6 Jahren Probleme mit meinen Videos hattest, hättest du mir auch schreiben können, dann hätte ich damit aufgehört. Aber fragt euch doch mal selbst, Freunde. Wenn über euch im Internet geredet wird und das 100.000 Leute sehen, dann möchtet ihr doch, glaube ich, auch was dazu sagen. In diesem Sinne, wir haben uns alle lieb. Julienko und ich, wir kuscheln und knuddeln uns bald ganz, 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 ganz doll. Und ich gehe jetzt fett scheißen.